Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zum Landwirtschaftssimulator 17 in Auenbach. Ja, hier werden wir noch ein bisschen die Felder vorbereiten, aber wir lassen mal die gute Frau hier schön gemütlich weiterfahren. Hier hatten wir das letzte Mal das Problem. Ja, ich war ein Trottel. Ich habe es geschafft abzutanken. Was war das Problem? Ich habe nicht auf R gedrückt. Ding abtanken. Ich habe das irgendwie nicht gesehen. Okay. Probieren wir es aber jetzt nochmal, hier auf diesen kleinen Anhänger das raufzumachen. Ich glaube, hier kann ich es nicht raufmachen. Ich weiß es nicht. Und heute die Umfrage, weil ich nehme es ja alles hintereinander auf, ja. Und wir fahren mal das Rohr raus. Und beim letzten Mal habe ich ja gefragt, ob ihr mehr Umfragen sehen wollt. Kann ich jetzt noch nicht richtig darauf eingehen, was ihr halt da gesagt habt. Ach, hier ist was anderes drin, wa? Gucken wir mal, ob das hier geht. Bei dem hier. Das nimmt er nicht hier, oder was? Bin ich zu weit weg, oder wie? Hier kann ich einen Haufen daneben setzen, aber so richtig... Ah, hier. Ah, ja. Schön. So haut man das Ding mal richtig voll. Wie, schon fertig? Wie? Das kann doch nicht schon fertig sein, oder? Ist der schon fertig hier? Nee. Gut, rein hier. Mal los. Hau doch mal die ganze Scheiße hier voll. Ah, ist gar nicht mal so einfach hier. Foto machen. Sieht doch gut aus. Okay. So, dann sollte alles jetzt fertig sein. Warte mal, gucken wir mal rein. Ist alles leer? Ja, schönes Ding. Okay. Dann ab zum anderen Mähdrescher. Hier, das lassen wir. Das bisschen... Ach, der ist, glaube ich, viel zu klein, ne? Ach so. Jetzt kommen wir gleich nochmal zu einer anderen Umfrage, was ich ja euch sagen wollte. Und zwar, wir gehen jetzt mal hier vorne hin. Ihr seht, wo der Trecker hier steht und der Fendt-Mähdrescher. Diese beiden Felder möchte ich eigentlich gerne zusammen machen. Und zwar sind das die Felder 4 und 5. Ja, hier, die sind auch fertig. Gucken wir mal. Die sind gegrubbert. Ja, die beiden Felder sind gegrubbert, gepflügt. Hier ist das gepflügt und die beiden sind gegrubbert. Also, ihr könnt ja mal sagen, Felder zusammenpacken. Ja? Ob die 4 und die 5, ob das Sinn macht. Ja? Und dann würde ich nämlich hier schön Mais drauf machen. Ne? Das wäre auf jeden Fall eine Option, das zu machen. Und wenn das gut klappt mit den Feldern zusammen, dann würde ich die 7 und die 8 mal zusammen machen. Aber gucken wir mal. Wir machen mal hier. Oh, 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 oh. Tank mal den mal ab. Macht natürlich richtig viel Sinn. Die beiden hier. So zusammen zu machen. Naja, manchmal ist es so, ne? Sieht aber cool aus, ne? Der Kleine. So. Alles klar. Den kleinen Mähdrescher, den werde ich jetzt mal... Der könnte eigentlich das Feld hier schön gemütlich machen, ne? Nee, der Kleine, den will ich nicht... Das
dass er das Feld macht. Den fahre ich jetzt erstmal zurück. Auf den Hof. Der wird nur für Notfälle gebraucht. Ja, vielleicht sollten wir den ja auch mal verkaufen. Ich weiß es nicht. Ich bin da noch unentschlossen. Wir fahren den mal zum Hof. Wenn, es ist halt ein bisschen Deko. Wir stellen ihn jetzt einfach mal hier rein zu den Müllsäcken. Das wäre klasse, wie ich fahre hier. Man muss immer ja komplett umdenken, ey. Das ist ja gar nicht mein Ding. Das will mein Hirn nicht machen. Kennt ihr das? Wenn das Hirn nicht mitspielt? Oh, bin über die Katze gefahren oder was? Wo bist du denn, Muschi? Ach, hier ist er, unsere kleine Muschi. Warte mal, wenn wir mal die angucken hier. Na, Muschi. Da haben wir das Licht dran machen, ne? Ja, okay. Das machen wir mal auf den Überladewagen rauf. Und dann werden wir den Mähdröscher gleich rüberbringen zum anderen Feld. Dann kann er da nämlich ein bisschen agieren. So. Ist nicht das Richtige hier drin oder was? Ja, siehst du, schön macht er das. Alles klar. Das bringen wir jetzt mal hier drüben aufs andere Feld. Stellen es mal ab. Und dann schauen wir mal weiter. Wir müssen nämlich auch noch düngen und den ganzen anderen Schnee. Oh, hier. Sieht ja cool aus. So, Mähdrescher hier, gibt's alles noch? Ja, ist noch gutes Wetter hier. Alles klärchen. Mal sehen, ob es das gleiche ist. Dann werde ich nämlich jetzt diesen Container da auch gleich zurückbringen. Und dann schauen wir mal, ob wir da irgendwie noch weiter können. So. Was ist denn das hier? Das ist doch schon wieder was ganz anderes, was ich hier an hier gepflanzt habe, oder? So. Ob wir hier nochmal Strom machen? Warte mal. Wir machen mal die Strohablage. Wir machen mal wirklich jetzt nochmal Stroh, oder? Aber dann müssen wir das Gerät wechseln. Ach, erstmal müssen wir Helfer raus. So, das ist hier... Jetzt. Genau, schön. So, mit dem werden wir jetzt das andere, den Container nochmal holen. Aber ich glaube, was anderes jetzt drin. Dann können wir den großen Container eigentlich abladen. Wo habe ich das eigentlich hingestellt? Habe ich das da hinten hingestellt? Nee, da ist das Stroh. Ist eigentlich auch nicht gut, dass das Stroh jetzt da draußen irgendwo rumhängt. Wo habe ich jetzt den Anhänger hingehauen? Ach, hier. Gut, da schauen wir uns mal an, ob wir das irgendwo abladen können. Mir wäre klasse gefahren. Und hoffentlich schafft es der kleine Trecker. Mann, ey, wir haben auch zu tun hier auf dem Hof, wa? Bin ich denn dämlich oder was? So. Der hat zu tun hier. Ja, eigentlich macht es nur Sinn, wenn du wirklich mehrere Mähdrescher haben hat und sonst macht es eigentlich nicht viel Sinn, das Gerät hier. So, den Trecker werden wir jetzt mal hier rüberfahren.
Wie viel hatten der eigentlich noch? Da passt noch ein bisschen was rein. Das ist eigentlich ein schöner Anhänger, ne? Dann könnte der eigentlich, der Überladewagen, auch weg. Ja, Überladewagen, den brauchen wir eigentlich nicht mehr, ne? Weil das ist ja jetzt nicht so ein großes Feld. Das ist ja eigentlich schwachsinnig. Räumen wir mal ein bisschen auf. Dann holen wir das Gerät. Ich will ja alles mal ein bisschen ausprobieren, ne? Ihr habt es ja gesehen. So, fahren wir das erstmal zurück. Stellen es aus dem Hof. Dann haben wir wenigstens wieder ein bisschen Dekomaterial. Ihr könnt natürlich auch reinschreiben, dass ich den Überladewagen benutzen soll und, und. Stellen wir den am besten... Eigentlich würde ja Stroh bis hier ganz gut hinpassen, aber naja. Ich brauche bestimmt noch einen größeren Grubber. Naja, die Kühe schreien schon wieder und der bleibt schon wieder hier stehen. Wenn wir schon mal hier sind, dann holen wir das hier gleich. Weil wir werden nach dem Grubbern, Pflügen, meine ich, nach dem Pflügen werden wir düngen und nach dem Düngen werden wir nochmal grubbern. Ist das okay, wenn ich das so mache? Ihr könnt es ja reinschreiben in die Kommentare. Wir können aber auch mal schnell ins Menü gucken. Also, wir haben hier Wachstum, das ist jetzt völlig egal. Abgeerntet. Gut, abgeerntet. Und jetzt sehen wir, dass wir hier gepflügt haben. Hier haben wir gegrubbert. Was sehe ich noch? Ah, gucke mal an. So, das ist gedüngt. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal gedüngt. Muss gepflügt werden. Wir müssen alle irgendwo pflügen. Also auch die beiden Felder hier müssen wir noch pflügen. Ach, herrje. Da brauchen wir wahrscheinlich dann nochmal irgendwie einen neuen Träger, ne? Der das dann ein bisschen so übernimmt. Wir lassen die hier oben erstmal außen vor, die beiden Felder, die drei Felder hier oben, was eigentlich vier Felder sind, ne? Wir kümmern uns erstmal nur um diese Felder. Hier werden wir vielleicht dann irgendwann mal Kartoffeln ansehen. Das wäre ja auf jeden Fall was für Kartoffeln und Rüben, ne? Oder hier? Ne, hier werden wir mal Kartoffeln irgendwann ansehen. Oder Zuckerrüben. Ah, da werden wir eine Umfrage machen. Und das will ich dann, wie gesagt, auch mal ausprobieren. So, wir haben jetzt, der macht es hier. Okay. Ah. Hier haben wir noch einen schönen Träger. Da werden wir wahrscheinlich jetzt den Flug nehmen. Und der soll jetzt gemütlich hier unten nochmal flügen. Und solange wie der andere da weiter nichts macht, ne? Das ist aber nur ein kleiner Flug. Das kann dann schon ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Oh, fahren wir den mal hier rein. Ich fahre auch immer eine Gritze. Das Problem, ich habe keine Gewichte mehr hier für vorne. Aber der hat noch halbwegs PS hier, der Träger. Ach, meine Güte, ich bin manchmal... Hier. Ich muss noch ein paar Gewichte mir holen. Oh, wo bin ich? Hier sind keine Gewichte. Wo habe ich denn die Gewichte? Ich glaube, der hat doch vorne ein Gewicht dran, ne? Genau, was will der mit dem Gewicht da vorne? Nee. So, soll sein Kumpel ihn nehmen. Oh ja, ein schön schweres Ding, ne? Wir wollen ja ein bisschen halbwegs realistisch spielen, ne? Naja. So.
Gut, das Feld müssen wir dann irgendwann mal nochmal abernten. Da könnte ich ja den Kleen mal draufsetzen, den Kleenmähdrescher. Und dann könnte der das eigentlich machen. Schön gemütlich, aber wir werden jetzt die Felder. Aber ich muss mal was ausprobieren. Ich muss jetzt wirklich mal was ausprobieren. Und zwar, wie ich Felder zusammen mache. Ja. Wenn ich jetzt das Ding hier runter mache. Ach nee, jetzt habe ich hier vorne. Nee, machen wir wieder ein bisschen hoch und das Gerät wechseln. Wie funktioniert denn das? Ja und? Muss ich da zweimal lang fahren oder was? Soll denn das funktionieren? Ah, wir machen mal alles an. Ich will einfach mal probieren. Ich mache jetzt ein Z. Ach, je, Mini. Und wenn ich jetzt hier so lang gehe, erstelle ich jetzt ein großes Feld oder wieder was. Okay. So funktioniert das. Naja, dann haben wir ja die Frage hier auf jeden Fall schon mal beantwortet. Dieses Feld werden wir jetzt einfach mal machen und beim nächsten Mal, wie gesagt, da könnt ihr denn bei der Abstimmung mitmachen, ob wir das Feld denn zusammenpacken oder nicht. So. Runter. Na siehste, das ist ja richtig toll. Hoch hier. Mal wirklich sehr, sehr ordentlich arbeiten. Ne? Das ist schon... Wenn ich das hier angucke, das ist nicht so ordentlich. Ja, wie auch immer. Wir machen mal jetzt Z weg und machen das Ding wieder hoch und lassen den hier oben erstmal für sich arbeiten und dann werden wir hier dieses Feld irgendwann mal schön zusammenpacken. Ach, wir wollten ja noch den anderen zusammenbauen. So, warte mal, Helfer. Ach, hey, was ist mit dir los? Bist du fertig oder was? Und runter mit dem Ding. Wisst ihr, ich kann auch mit dem Felder machen. Wir fahren mal hier gerade lang, dann ist das alles nochmal schick. Ah, schönes Gefährt, ne? Sieht cool aus, der Träger, muss ich wirklich sagen. Hat auch schön sauber gearbeitet, muss ich. Das ist schon ganz angenehm. Oh, wird er bis sich da vorne hinstellen. Dann läuft das mit der Luzi. So, das wollten wir jetzt noch machen. Die paar Minuten haben wir noch. So, machen wir mal Arm senken.
Nee, nee. Ja. Ach nee, komm, weiter ran hier. Und? Ja, ist er noch nicht dran, ey? Oh, jetzt. Oh, schön. Cool. Ja, das läuft doch. Ah, da merkt man schon, der ist schon ein bisschen schwach auf der Brust. Obwohl, gerade mal 20% gefüllt, ne? Aber jetzt bin ich mal gespannt, wie der das hier alles rausscheißt. Sagt man nicht, wie es. So. Aber ich werde das andere da noch ein bisschen abfahren. Also soll er ein bisschen noch den Flug spielen lassen. Und jetzt mal. Ja. Ach, I. Naja, stimmt. Hier oben vorne ist eine Klappe. Ja, hat er toll gemacht. So, alles klar. Das andere Feld wird noch gegrubbert. Da vorne wird der Mähdrescher noch abtanken. Oder nee, der muss abgetankt werden, ne? Der wartet da so ganz komisch. Naja, das werden wir nächstes Mal machen. Also das eine Feld wird auf jeden Fall noch ein bisschen ja, gegrubbert. Und ihr könnt dann schreiben, ob ich diese beiden Felder, ja, Feld 5, 4 und 5 zusammenpacken soll. Warum wird denn das hier noch nicht angezeigt? Ist das normal, dass es nicht angezeigt wird? Oder... Na, wie auch immer, könnt ihr ja mal reinschreiben, ob das normal ist. Ob die beiden Felder zusammen, ne? Und das werde ich jetzt noch abernten und dann seht ihr schon. Uiuiuiuiui, hier haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen zu tun. Ja, das werden wir auf jeden Fall nächste Woche dann machen. Mit den Worten mache ich erstmal einen Fisch, haut rein, bis zum nächsten Mal, bye bye.